Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grill Barbecue. Heute ist ein neuer Grill in der Stadt, hätte ich fast gesagt, in dem Fall nicht, sondern ein Gartenofen oder Holzbackofen, je nachdem, wie man nennen möchte. Der Alpha Pizza Allegro, was das für ihn ist, was der kann und was man halt backen kann, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Die größte Herausforderung ist immer die Größe von so einem Grill irgendwie auf dem Video einzufangen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich nicht ganz klein bin. Und die Feuerluke ist breiter als meine Schultern und der Schornstein ist größer als ich selber und fast mit ausgestrecktem Arm. Also nach oben ausgestreckten Arm, wir können Quatsch machen hier. Und ein Monster. Und wenn wir uns jetzt von Alpha Pizza, ich habe ja schon ein paar vorgestellt, mal so diese Produktpalette angucken. Dann haben wir den Alpha Pizza Ciao, den habe ich, das Einsteigermodell, den habe ich euch schon mal vorgestellt. Dann kommen ein paar verschiedene Modelle. Dann ist so die Mittelklasse, der Cinque Minuti, den würde ich euch immer verlinken, den habe ich auch schon mal gehabt. Und dann kommt noch was und dann kommt ganz oben kommt der Allegro. Also ich würde mal sagen, so die S-Klasse, die Alpha Pizza anbietet. Preislich allerdings auch S-Klasse, also muss sagen, so wie der hier steht, liegen wir bei ungefähr 5400 Euro. Und wo wir uns natürlich einig sind, ist, dass 5400 Euro für eine Pizza Blödsinn ist. Das ist aber nicht schlimm, weil das Ding kann natürlich nicht nur Pizza. Wir machen zwar heute eine Pizza, aber das Coole ist, das Ding kann auch backen. Damit kannst du theoretisch auch Barbecue machen, wobei bei Barbecue bleibe ich lieber mal in Smoker, da so halt die Dinger da, aber du kannst super auch Fleisch backen. Also du kannst kleine Schweinchen machen, große Braten, weil du halt einen riesen Feuerraum hast. Und wenn wir mal reingucken, dann schaffe ich es mit meinem Arm nicht oder gerade so von hier vorne hinten reinzugreifen. Also ich bin auf alle Fälle darauf angewiesen, mit einer großen Pizzaschaufel zu arbeiten, weil sonst hast du keine Chance, zumal hier nachher drin über 500 Grad herrschen. Da willst du mit der Hand nicht in die Nähe kommen. Ich habe das vor Jahren, wo ich den Cinque Minuti hatte mal, habe ich mal die Hand verbrannt. Bei auf einem 600 Grad heißen Stein. Und das Schöne dabei war, dass es nicht wehgetan hat, weil die Nervenenden sofort verbrannt waren. So viel Glück hat nicht jeder. Deshalb, wenn er mit so einem Gerät umgeht, macht er Hitze drin, aber nehmt auf alle Fälle so eine lange Pizzaschaufel, dass du möglichst weit von der Hitze weg bist und hier in Ruhe arbeiten kannst, weil die wirst du brauchen. Wenn du jetzt so eine kleine Handschaufel nimmst, da wirst du nicht glücklich. Auch wenn du einen Handschuh anders und Pullover, du versenkst dir alles. Nimm lieber sowas, damit bist du relativ entspannt. So ist es. Große Geräte brauchen große Zubehör, so wie große Männer große Spielzeuge brauchen. Ja, die Wirkungsweise von so einem Gerät ist relativ einfach. Also wir werden hier drin gleich ein Feuer entfachen. Und das Feuer wird hier unten runterbrennen, wird den ganzen Garraum erhitzen, also A, die Luft da drin, aber zuallererst die dicken Schamottsteine, die unten drunter liegen. Und die werden die Hitze speichern und Stück für Stück abgeben. Nun wäre das natürlich relativ einfach, wenn bloß unten die Steine wären. Wenn wir sagen, das ist so ein Blödsinn, das kann ich mir in 5 Minuten selber bauen. Aber das Geheimnis von dem Gerät liegt in der Luftführung, weil es eine Hitzezirkulation hier drin ist, ist so, dass die Hitze sich da drin bewegt, also die ganze Luft, der gesamte Backraum, also außen diese Wand, nimmt die Energie auf, weil da sind nämlich richtig dicke Keramikmatten drin. Also nicht nur einfach irgendwelche Glaswolle, die nur isoliert, sondern auch Keramik, die richtig die Energie aufnimmt. Und unten und an den Seiten wird die Energie aufgenommen und Stück für Stück wieder an den Backraum abgegeben. Und dadurch haben wir dieses tolle Pizza-Ergebnis und vor allem auch diese Backergebnisse. Bei einer Pizza machen wir immer noch ein kleines Feuerchen daneben, dass wir eine schöne Oberhitze drin haben. Und da ist es so, dass das Gerät außen 50 bis maximal 80 Grad heiß wird. Du praktisch da keine große Verbrennungsgefahr außen hast, sondern alle Hitze, die du da hast, innen drin bleibt und an dem Produkt. Und mit der Hitze ist es doch so, dass sie praktisch über diese kleine Nase erst nach draußen in den Schornstein zieht. Also nicht wie bei einem anderen Pizzaofen, wo praktisch der Schornstein direkt oben im Dom drin sitzt, wo die ganze Hitze gleich verpufft, sondern du hast immer noch diese kleine Sperre, dass die ganze Energie erstmal zirkuliert, bevor sie nach oben abgeleitet wird. Also so ist die grobe Funktionsweise. Wir haben ja an der Seite noch ausklappbare Tische dran. Das finde ich sehr cool. Da kann man ein bisschen mal drauf abstellen. Wenn man drauf anlegt, kann man sicherlich eine Pizza drauf ausrollen. Ich persönlich habe meinen Vorbereitungstisch, den werde ich nach wie vor nutzen. Weil mir das ein bisschen bequemer ist, da habe ich mehr Platz als auf den Ablagen. Aber wenn du jetzt den so als Standalone-Gerät hättest, könntest du auch auf der Seite schon eine Pizza vorbereiten. Das hier unten ist der Holzhalter. Das ist praktisch dazu, da wenn auf einer Seite hier drin Holz brennt und man ein großes Feuer hat und nicht möchte, dass es rüberfällt, dann legt man den so ran und dann bleibt alles die Glut, wo sie ist. Und hier unten haben wir schon mal Holz eingeräumt und direkt darüber ist hier noch so eine Ablage. Da passt sehr schön dieses Blech rein und wer die Videos vom Alpha Pizza Ciao und von 5 Minuten gesehen hat, sieht schon, dass da also einiges an Materialzuwachs schon mit zwei Griffen, mit der Wölbung, mit dem oben rangeschweißen ist. Und da ist man natürlich dann schon in der Premium-Klasse angelangt und nicht mehr mit diesen ganz einfachen. Den kann man praktisch hier nach vorne vorstellen, um eine zuzumachen und damit
steuert man dann auch die Hitze. Also je nachdem, wie viel Sauerstoff da rankommt, umso heißer brennt das Feuer. Und wenn man es ganz aufmacht, kommt richtig schön Schub rein. Und wenn man es zu hat, so wie jetzt, kann man es fast abwürgen. Die andere Steuerungsmöglichkeit für so ein Gerät ist natürlich immer die Menge des Feuers, die man da drin hat. Also wie viel Holz brennt gerade tatsächlich. Und bevor wir uns das jetzt weiter groß theoretisch angucken, würde ich sagen, starten wir mal die Maschine hier und machen mal ein kleines Feuerchen. Jetzt kommt der Moment, warum wir Männer so eine Öfen haben, weil wir können mit Feuer spielen. Und da habe ich uns das vorbereitet. Guck mal, wir haben hier unten so drei so Wachsanzünder drin. Darauf habe ich drei so Lagen von so kleinen Anzündholz und oben drauf zwei Lagen von so richtig schon Buchenholz. Und ich sage, wir zünden mal das Ding hier. Hinten auch gleich. Und lassen den richtig anbrennen. Das dauert ungefähr so 12 bis 15 Minuten, bis wir richtig Hitze drin haben. Und dass die Hitze nicht gleich vorne rauspufft, setze ich den immer davor und habe so ungefähr zwei Finger breit Abstand hinten zu dem Blech, dann kriegt er genug Sauerstoff. Nach 10 Minuten sieht unser Feuer so aus. Schön, wa? Grilltemperatur bzw. Ofentemperatur ist in dem Fall knapp über 300 Grad und weiter steigend. Und das heißt für mich, ich bereite jetzt die Pizza vor. Ja, Zutaten relativ einfach. Ich habe hier ein bisschen Pizzateig. Das ist mein 10 Minuten Pizzateig. Der ist aber von gestern und der wird ja immer noch ein bisschen besser. Hier habe ich ein bisschen extra Mehl. Mit Gruß an die Sizzle Brothers an der Stelle. Habe hier ein bisschen italienischen Schinken. Rucola, meine Lieblingspizzasoße. Das Rezept dazu gibt es auch auf meiner Homepage. Und hier vorne haben wir Mozzarella. Den muss man sich selber machen. Und scharfes Messer und ein Brett. Oder selber kaufen. Oder selber kaufen, stimmt, meinte ich. So, zack, ein bisschen Mehl dran, dann formt er sich besser. Und ich bin Freund davon, so eine Pizza immer so von der Mitte zum Rand mit den Fingern so auszukneten, dass man so schön rund bekommt. Da gibt es aber tausend verschiedene Varianten. Manche Italiener schmeißen in die Luft. Manche fangen an mit den Fingern so Löcher drin zu drücken und die auseinander zu machen. Ich glaube, da gibt ganz viel richtig und ganz viel falsch und jeder hat so seine Methode. Mich würde interessieren unter diesem Video, was eure Lieblingspizza-Methode ist. Also hier ausrollen oder so mit der Hand machen. Einfach mal so aus Spaß, wie ihr das so macht. So haben wir eine kleine Pizza vor uns. Der Nachteil bei so einer Kälte ist, dass sich nicht so wie der Pizzateig formen lässt. Der Vorteil bei so einer Kälte ist, oh, der bleibt nicht so doll auf dem Brett kleben. Also irgendwas ist immer und irgendwo kann man immer seinen Vorteil rausziehen. Und ich denke, oh, wir machen die jetzt so. Einen schönen Löffel von meiner Pizzasoße oben drauf, die fällt mir sehr, sehr gut. Dann habe ich mal in einem italienischen Gangsterfilm gesehen, dass sie die Mozzarella von Hand darauf zupfen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das machen wir an der Stelle auch. Da gibt noch eine Variante, da macht man noch ein bisschen Öl dazu. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Hier nördlich der Alpen machen wir das halt so. Zu viel Käse gibt es auch nicht. Sehr schön. Dann nehmen wir jetzt an unseren Ofen, schieben unser Feuerblech ein. Ganz nach links. Dann nehme ich hier die kleine Schaufel und schaufel ganz nach links rüber. Dann machen wir für die Oberhitze noch zwei Holzstücken drauf. Und das macht sich mit der Schaufel tatsächlich besser, weil es sehr, sehr warm ist. So, und dann fegen wir jetzt einmal hier unten unsere Steine sauber. Dann ziehen wir unsere Pizza mal hier rasch aufs Blech rauf. Und dann geht's mit ihr rein ins Feuer. Und da siehst du an dem bisschen Mehl, was daneben gefallen ist, was da schon für Energie drin ist. Und da kann man fast zugucken, wie die hochkommt. Ja, da siehst du, da musst du schnell sein, nicht quatschen zwischendurch. Zack. Da ist sie. Blubbert und brutzelt. Sieht gut aus, oder? Und dann mache ich so, dass ich jetzt praktisch mein Schinken, dass ich den ganz fein hier auf der Pizza ein bisschen schon zerreiße. Und der jetzt erst auf der Pizza so ein bisschen nachgart, also ungefähr anderthalb Scheiben. Und dann eh mal schön unseren Rucola drüber. Na, ungefähr so. Und schon ist meine Lieblingspizza fertig. Schön, oder? Hier ist unsere Pizza und ich würde sagen, wir machen mal einen gewagten Mittelschnitt. Und dann noch einmal innen. Und naja, zu kleben müssen wir auch nicht werden. Herrlich. Riecht großartig. Und ich würde sagen, rinnen in die hohle Birne. Hört ihr das Knuspern? Ja. Und Fäden ziehen. Unglaublich gut. Also muss ich mich jetzt schon bei Giovanni entschuldigen, weil bei dem komme ich nicht mehr so oft vorbei. Sorry an der Stelle.
Dünner. Aber das ist natürlich nicht alles. Das war die Pizza. Und wenn ihr sehen wollt, wie man drauf Bratenstücken macht und andere Dinge, dann müsst ihr dranbleiben, weil wir werden nämlich noch ein paar verrückte Dinge drauf machen. Das große Thema, was man am Ende immer hat, wenn man jetzt gegessen hat, ist das Thema Reinigung. Und das ist relativ einfach. Und zwar, wir räumen das ganze Holz in der Mitte, machen ein Stück drauf und heizen die Richtung 500 Grad auf und machen den Deckel halt zu und lassen den jetzt richtig eh mal leer brennen und saugen. Einen Tag später muss noch die Asche raus, die übrig ist, und dann ist das Ding wieder sauber, wieder benutzungsfähig für das nächste Mal. Und ihr habt beim nächsten Mal wieder richtig schön Spaß damit, um damit zu backen, zu braten, Aufläufe zu machen, was auch immer. Und ja, schönes Ding. Jetzt müssen wir mal ein Fazit dazu sagen. Man muss klar sagen, das ist natürlich nicht ein Gerät, was jedem Balkongriller irgendwo unterläuft, sondern man braucht natürlich Platz dafür. Man braucht natürlich auch das Portemonnaie dafür, um sich so weit hinzustellen. Allerdings ist es ein Gerät, wo man sagen kann, man macht damit mehr als nur eine Pizza. Weil für eine Pizza, habe ich am Anfang schon gesagt, wäre Quatsch. Du kannst damit wirklich backen, du kannst damit braten, du kannst damit alles, was eine Küche macht, kann dieses Gerät auch für dich übernehmen. Und das bringt dir dieses Küchengefühl ein bisschen nach draußen. Und damit ist das was, wo man sagen kann, dann kann man es am Ende des Tages so irgendwo vertreten, wenn man sagt, man hat hier eine Außenküche für 5.400 Euro, dann geht es irgendwo in die richtige Richtung. Für einen Pizzaofen alleine wäre es zu viel, aber in Anbetracht des riesengroßen Backraums und der Möglichkeiten, die ihr damit habt, geht es am Ende doch in Ordnung. Und mich würde freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wenn euch der Ofen vielleicht auch noch gefallen hat, umso mehr. Ansonsten folgt mir den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Wenn ihr wissen wollt, was da noch mit passiert, einfach dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Klaus grillt. Feines Grillen-Barbecue. Macht's gut.